Artikelnummer SCP-317. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-317-1 ist in einem mit flüssigem Stickstoff gefüllten Behälter zu konservieren. Anfragen für Gewebeproben von SCP-317-1 müssen schriftlich erfolgen. Die Erforschung dieser Gewebeproben muss in Beachtung der Klasse 5 Protokolle über biologische Gefahrenstoffe erfolgen. Untersuchungen von SCP-317-2 müssen in Klasse 3 Reinheitsraumeinrichtungen durchgeführt werden. Anträge für Untersuchungen von SCP-317-2 müssen schriftlich erfolgen. SCP-317-3 wurde auseinandergebaut. Die Teilstücke werden in verschiedenen Orten aufbewahrt. Anträge für die Untersuchung von SCP-317-3 müssen in schriftlicher Form an zwei verschiedene O5-Level-Mitarbeiter erfolgen. Ein Teil von SCP-317-3 muss sich stets mindestens 100 Kilometer von einem anderen Teil entfernt befinden. Beschreibung: Bei SCP-317-1 handelt es sich um den Kadaver einer intelligenten reptilischen Entität, welche einer bisher unbekannten Spezies der Pachycephalosaurier angehörte. Das Objekt war zweibeinig, weiblich, 3 Meter groß und trug aus synthetischen Polymeren gefertigte Kleidung und Korrekturlinsen. Es war herbivor und besaß zum Greifen geeignete Finger. Das Objekt trug außerhalb seiner Unterkunft ein Atemgerät, da sein Metabolismus auf einen höheren Sauerstoffanteil in der Luft ausgelegt war. Postmortal durchgeführte biochemische Analysen, Rhodopsin, Mitochondrien, Homeobox-Gene, Zytochrom P450, untermauerten, dass SCP-317-1 gemeinsame Vorfahren mit dem gegenwärtigen irdischen Leben besitzt. Autopsieberichte stehen in Archiv 317-B-685 zur Verfügung. Während der 40 Tage zwischen ihrer Ankunft in Foundation Gewahrsam und ihrem Tod aufgrund einer Lactobacillen-Infektion lernte SCP-317-1 mittels einer Kombination aus Zeichensprache, unbeholfenen Vokalisierungen und Zeichnungen zu kommunizieren. Aufnahmen von Interviewsitzungen mit SCP-317-1 können im Videoarchiv 317-B-36 eingesehen werden. Zeichnungen von SCP-317-1 sind verfügbar in Archiv 317-B-42. Allgemeiner Zugang, einfache anatomische Figuren, Interaktionen zwischen ihr und Foundation-Personal, Demonstrationen von mathematischem, chemischem und nuklearphysikalischem Wissen. Und Archiv 317-B-58. Eingeschränkter Zugang, Schaltkreisdiagramme, mechanische Schaubilder. Daten gelöscht. SCP-317-2 bezeichnet die persönliche Habe von SCP-317-1. Ein Kittel, ein Gewand, ein Werkzeuggürtel, 6 Werkzeuge, Korrekturlinsen, eine Sauerstoffmaske, 3 leere Sauerstoffflaschen, eine Dokumententasche aus synthetischen Polymeren mit Brandschäden und ihr beschädigter Inhalt. Eine durch Feuer beschädigte Digitalkamera, deren Inhalte nicht wiederherstellbar sind. Bei SCP-317-3 handelt es sich vermutlich um die durch Feuer beschädigten Überreste einer Zeitmaschine, welche SCP-317-1 versucht hatte zu reparieren, als sie in Foundation Gewahrsam genommen wurde. Die ersten Tests am intakten Komponenten offenbarten, dass Daten gelöscht. Daraufhin wurden sämtliche Untersuchungen gestoppt und SCP-317-3 auseinandergebaut. Leidl, irgendwas stimmt da nicht. Eine technologische Zivilisation hätte ein paar Spuren in der stratigraphischen Aufzeichnung hinterlassen müssen. Wenn es eine holozäne Epoche vor der unseren gegeben hätte, was sind denn dann die Belege dafür? Es ist nicht nur die komplette Abwesenheit in Fossilien gefunden. Es gibt auch ein Problem mit der Spezies. Wie kann es sein, dass es die Pachycephalosaurier waren, die Intelligenz entwickelt haben? Sie waren im besten Fall durchschnittlich in der Kreidefauna. Warum nicht ein Troodontidae oder ein Ornithomimus oder ein anderer kleiner Theropode? Hier geht etwas vor, das wir übersehen.